Sag mal was über Schalke. Was soll ich dir da erzählen? Zwei absolut beschissene Leistungen beider Teams. Der Unterschied war, dass Hertha trotz der Beschissenheit einfach trotzdem noch in den entscheidenden Situationen mit dem Kopf bei der Sache war. Schalke mal wieder ohne komplette Defensive und diesmal wirklich komplette Defensive inklusive Torwart. Und Hertha wurde einfach nicht gefordert. Rese kannst du rausnehmen. Ja, Rese gebe ich euch recht. Rese kannst du rausnehmen. Der Rest vom Hertha-Team tut mir leid. Also ihr kriegt einen Hot-Take von mir. Der Keeper von Hertha hat heute eine beschissenere Form als Müller gehabt bei uns. Der Unterschied war einfach nur, dass das die Schalker Offensive nicht interessiert hat. Ne? Den muss man da nicht fördern, so, weißt du? Da muss er nicht mal. Oder fordern vielmehr. Muss er nicht viel machen, so. Ein paar Rückgaben dem Spielen, dass er den noch warm schießt. Weil der vermeintlich einen schlechten Tag hat heute. Also das ist wirklich komplett... Also der schlechteste Verteidiger heute von Hertha wäre mit Abstand unser bester Verteidiger gewesen heute. Aber die ersten Minuten, Junge, Alter. Das war ja defensiv von beiden Seiten, du. Da musste ich aber richtig los, ne? Für einen Außenstehenden, der dachte sich, geile Nummer. 20 Minuten gespielt, 4 Tore. Und ich sitze hier und denke mir, Alter, was ist das denn, Alter? Wie heißt der Gersbeck, der Torwart? Der hat mir den Namen nicht gemerkt, ey. Auf jeden Fall war der komplett kacke, der Bruder, ne? Aber wenn der gefühlt nur 3 Schüsse aufs Tor kriegt, das ganze Spiel, dann ist halt auch egal, ne? Was für eine Tagesform du hast. Da reißt du 2 Klöpse und dann ist gut. Nach dem ersten Tor wollte ich schon aus. Ich habe das erste Tor gar nicht mitgekriegt, weil ich mir dachte, ey, in einer Minute ist Anpfiff, ich gehe nochmal eben pissen. Da komme ich nach unten, das Spiel läuft 2 Minuten, steht schon 1-0. Ich denke mir, perfekt. Da bin ich doch wieder richtig am Start. Alle 5 Tore Henning-Seite. Ich kann euch jetzt das 10. Mal erzählen, dass Henning keine Zweitligatauglichkeit hat. Dann kommen dann wieder 3, 5 Leute, die sagen, nein, das ist eine Lüge. Dann kannst du den heute das nächste Spiel präsentieren oder vor die Nase halten als Argumentationslage. Jedes weitere Spiel, was der auf der Seite macht, ist eine Ansage Richtung Abstieg. Und nein, Henning ist dafür nicht alleine verantwortlich. Wir haben heute noch mit einem Danny Latzer gespielt, der ebenfalls gezeigt hat, dass Fußball auf diesem Niveau für ihn mittlerweile anscheinend nicht mehr zu gehen ist, weil der vom Kopf her es einfach nicht schafft. Der ist vom Kopf her einfach nicht mehr schnell genug und maybe auch körperlich. Also, das hast du einmal mehr heute gesehen. Also, die beiden waren eine maximale Katastrophe. Wenn man sagt, Henning ist mit der Schlechteste, da kommt von vielen immer das Totschlagargument. Der kämpft aber viel. Das ist ja kein Totschlagargument. Der kämpft viel, da hättest du heute nur in die Kurve gehen müssen für die Leute, die da wieder nach Berlin gefahren sind. Da hättest du einfach blind reinpicken können. Irgendjemanden, ey, du ziehst dir jetzt ein Trikot an. Der hätte auch gekämpft auf dem Platz. Am Ende hättest du aber gesehen, warum der kein wirklicher Profifußballer anscheinend ist. Henning ist auf dieser Position eine maximale Vollkatastrophe. Punkt. Und wenn der deine A-Lösung ist, dann kriegst du über die Seite mal eben gefühlt 5 Tore. So läuft das halt. Aber wer sonst, wenn nicht Henning? Ich weiß nicht. Van der Slot ist auch einfach nur da, um die Bank zu füllen. Ne? Kann das noch schlechter werden als mit Henning auf der Seite? Weiß ich nicht. Aktuell habe ich immer noch die Option Van der Slot. Weil der mir noch nicht gezeigt worden ist. Ich darf mir immer noch dieses Argument behalten. Weil wir den ja nicht sehen. Ich sag, lass Van der Slot spielen. Aber wenn du langsam nicht checkst, dass das mit Henning da nichts mehr wird, dann musst du weiter daran festhalten. Musst du weiter daran festhalten und dich dann am Ende des Tages oder am Ende der Liga überrascht zeigen, dass der Kader anscheinend doch nicht zu gut ist, um abzusteigen. Dann musst du halt so reinrennen. Da kannst du dich dann freuen, dass du gegen St. Pauli gewonnen hast. Konntest da wieder überinterpretieren. Aber die Saison wird so weitergehen, Chat. Du wirst dann wieder ein Spiel haben, wo du vielleicht ein bisschen überzeugenderer spielst, wo du dir denkst, ey, jetzt ist aber der Bock umgestoßen. Und nächstes Spiel kriegst du wieder auf die Fresse. Das wird jetzt Step by Step so weitergehen. Deswegen, ich habe im letzten Talk gesagt, Hertha ist für mich jetzt der Indikator, ob es in eine andere Richtung geht oder ob alles beim Alten bleibt. Und hey, Surprise, es bleibt alles beim Alten. Mir braucht heute keiner erzählen, dass Hertha da irgendwie die goldene Gurke vom Baum gespielt hat. Also das braucht mir keiner erzählen. Und wenn du es da nicht schaffst, mal ansatzweise ein bisschen konstanter aufzutreten, auswärts hin oder her, ja, dann tut's mir leid. Also... Da kann ich nie mehr helfen. Aber schlecht hat Hertha auch nicht gespielt, also bei dem Spiel, was ich gesehen habe. Aber gut war das doch auch nicht, Bruder. Hertha war offensiv Rese. Und defensiv waren die auch eine absolute Vollkatastrophe. Also da müssen sich doch auch die Hertha-Fans eingestehen. Brauchst du dir nur die ersten beiden Tore angucken. Das war doch defensiv von Hertha auch absolut gar nichts.
Aber Hertha hat einfach in gewissen Situationen auf dem Feld den Kopf aus dem Arsch gezogen und gesagt, weißt du was, dann kassieren wir ja heute halt hinten 3-4 Stück, wir schießen aber dafür vorne 6-7. Das war die Mentalität von Hertha heute. Und Schalke hat sich gedacht, boah ey, ich brauche vorne gar keinen mehr schießen, weil wir hinten 3 kriegen. Das waren heute die beiden Mentalitätsstufen, die ich da gesehen habe in dem Spiel. Und dann findest du dich in einer Situation wieder, wo du dir denkst, tja, ah hey, wir haben auswärts gespielt. Wir haben auswärts gegen das große Hertha BSC Berlin gespielt. Das ist in Ordnung. Das ist nicht unsere Kragenweite. Unsere Kragenweite ist Barfuß Bethlehem und Klausi und Eckhardt vom Würstchenstand. Das ist unsere Kragenweite. 0 Punkte auswärts seit ein paar Monaten, ja Mahlzeit. Ja, ich also wenn du halt nicht mehr ansatzweise schaffst, ein gescheites Spiel gegen so eine Hertha-Mannschaft auf den Platz zu bringen, dann weißt du halt auch nicht mehr, ne? Wirklich nicht. Also wenn du dich da nicht souveräner schaffst zu präsentieren. Wenn da wirklich ein Spieler in der Offensive reicht von Hertha, um die komplette Abwehr schwindelig zu spielen, dann habe ich dafür keine Worte. Wenn dann das große Hertha, ja, ich verstehe das nicht. Das ist halt einfach heute, heute hat Einstellung das Spiel gewonnen. Keine spielerischer Glanz, keine spielerische Klasse. Aber Hertha hat sich heute gedacht, ey, wir stehen heute hinten echt beschissen, aber wir haben vorne einen Rehse und der wird unsere Stürmer in Szene setzen. Kassieren wir halt hinten 2, dafür werden wir alles daran setzen, dass wir vorne mindestens ein Tor mehr schießen. Und Schalke war halt, wie gesagt, was soll ich hier vorne noch ein Tor schießen, wenn wir hinten 3 kassieren? So. Wie du im letzten Video gesagt hast, heute muss ein angemessenes Spiel gemacht werden und dann kommt sowas, ja. Und wenn du halt dann noch siehst, dass die gegnerische Verteidigung vermeintlich gerade ein ähnliches Spiel abliefert wie deine und dir das nicht nochmal gerade offensiv irgendwie einen Schub gibt. Falls Schalke dich abstellt, wo siehst du, das kann ich dir nicht sagen, Aldo. Dafür werden zu viele Positionen gerade umgestellt. Das Ben-Manga-Dingen da und alles, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Du holst 2 Leute im Winter, wo du akribisch was machen musstest. Einer davon hat der überhaupt heute, hat Schulinov heute überhaupt gespielt. Ich habe ab der 85. glaube ich ausgemacht. Eine Verstärkung spielt nicht und die andere Verstärkung ist halt wieder verletzt so. Und dann rennt er da wieder rum, der Henning, ne? Da muss er einfach mal wieder den Henning spielen lassen, ne? Wo du gesehen hast in der Hinrunde, dass er richtig gut klappt auch, wenn er da spielt. Klappt richtig gut auch wieder. Da spielt er da heute wieder. Und dann hast du ja auch defensives Mittelfeld. Hast du auch einfach mal wieder den Danny Latzer gespielt lassen, ne? War der Danny auch mal wieder am Start heute. Hat richtig gut wieder funktioniert. Und dann musst du wechseln, ne? Chat, musst du auch mal einen Wechsel ansetzen. Da wird dann auch mal der Kaminski eingewechselt. Den haben wir ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht ist er ja jetzt besser geworden. Kann sich ja auch noch entwickeln, der Bruder. Ich weiß auch nicht, warum der Van der Sol gar nicht spielen lässt. Ich weiß ja nicht. Und das, ich bin da auch gerade froh drüber. Weil ich dann weiter dieses Argument habe, Van der Slot muss da spielen. Wir haben eine bessere Option im Kader als Henning auf der Seite. Van der Slot, weil ich den noch nie hab spielen sehen, außer im Freundschaftsspiel und da war das gut. Henning ist U21-Nationalspieler. Ja, da weißt du, warum wir alle so gut sind gerade. Ich will mich auch hier nicht auf Matrizan. Ich habe schon 10-mal gesagt, der Junge gibt alles, der kann halt nicht mehr. Bei dem weißt du immer, was du kriegst. Und auch heute habe ich wieder gewusst, was ich von dem krieg. Mindestens 2 Gegentore über seine Seite. Am Ende waren es gefühlt 5. Ist halt immer so, du fährst halt, du hast das Gefühl, die fahren dahin und während des Spiels werden sich schon Ausreden überlegt, so, warum wir hier heute gar nichts holen konnten. Ich fand Henning stark. Königsblauer, willst du mich verarschen? Henning war stark. Ich finde das gut. Kickt noch, tritt noch ein bisschen rein hier. Mach noch ein bisschen reintreten. Ist gut. Schön, finde ich gut. Ach, ich weiß auch nicht, Chat. Keine Ahnung. Bin ich richtig abgefuckt über das Spiel? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Bin ich wieder sehr... Ach, wie nenne ich das jetzt? Habe ich heute oder nach dem Spiel wieder eine sehr ironische Phase? Ja, die habe ich safe. Gebrochen auch nicht, ne? Gebrochen. Ich habe mittlerweile so viel Hornhaut, was Schalke angeht. Ich kann darüber gerade einfach wieder nur lachen, so. Bisschen Trash-Talken, so meinen Geist ein bisschen schützen. Ich brauchte ja dieses Spiel. Dieses Spiel habe ich gebraucht gegen Hertha. So, noch. Bevor ich dann wieder angefangen hätte, mir so ein bisschen was schön zu reden. Aber der Auftritt der Mannschaft war halt so freundlich mir gegenüber, mir relativ zeitnah klarzumachen, Bruder, du weißt doch selber. Du weißt es doch, wie es läuft bei uns. Mach ruhig,
Mach dir nicht unnötig Hoffnungen. Ne? Das ist auch nett eigentlich vom Team. Aber die Situation ist ja auch nicht dramatisch. Die Situation ist eigentlich nicht dramatisch, ne? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, alle von hinten haben gepunktet, ne? Außer Osnabrück. Braunschweig hat gepunktet mit einem Dreier. Lautern hat einen Punkt geholt. Ja, Osnabrück hat verloren. Das ist ja... Dann geht's ja. Rostock hat noch einen Dreier geholt, aber das ist ja egal. Wichtig ist ja nur, dass du nicht Letzter wirst. Ansonsten ist alles easy so. Braunschweig war halt ein bisschen unlucky, weil die jetzt nur noch 3 Punkte weg sind von uns und die sind Vorletzter. Aber dramatisch würde ich jetzt noch nicht sagen, dass die Situation ist. Wir haben den nächsten Spieltag. Ja, guck, da müssen wir gegen Karlsruhe ran, Chat. Also Karlsruhe wirst halt easy drüber rennen. Die haben heute 7-0 gegen Magdeburg gewonnen. Nächsten Spieltag gegen Karlsruhe, da wirst du einmal drüber und dann ist auch wieder gut. Ne? Dann können wir kurz wieder nach oben rechnen, wie viele Punkte wir auf Hamburg haben oder wie viel da fehlen. Das sind halt auch nur 14 Punkte. Also ich denke Karlsruhe wird ein Selbstläufer werden. Weiß auch gar nicht, ob sich da lohnt zu trainieren die Woche. Wetter wird, glaube ich, eh kacke werden. Nicht, dass da noch einer krank wird oder so. Also ist eigentlich nicht bedrohlich, die Situation. Eigentlich gemütlich. Und danach den Spieltag gegen Hannover. Hannover kann halt auch nichts. Die sind 5. Platz, weil in der Liga wird die Tabellenplatzierung gewürfelt. Ne? Und dann nimmst du für das Spiel einfach 2 Würfel in der Hand. Und dann hast du die Chance auf jeden Fall, dass du eine höhere Zahl würfelst als dein Gegenüber. Solltest vielleicht dann nicht einen die Würfel werfen lassen, denn ich weiß, wie das geht. Und die dann im Mund nimmt. Aber... Das könnt ihr mal ja im Training besprechen. 5 Jahre noch, dann sind wir eh wieder international. Das ist ja schon beschlossene Sache gewesen. 5 Jahre Geduld haben, Chat. Müssen wir jetzt einmal durch. Jetzt kriegst du als nächstes Karlsruhe um die Ohren. Macht dir die Rückkehr von Aslan keine Hoffnung? Nach der Leistung, die ich heute von dem gesehen habe, nicht wirklich, ne? Immer diese Pessimisten hier. Bei der aktuellen Situation bin ich nicht pessimistisch, ne? Ich gehe davon aus, dass wir noch aufsteigen werden. Zumindest könnt ihr nächste Woche nicht verlieren. Ist ja Pause, ist ja Fortschritt. Wird die Serie unterbrochen mit geilem Nationalmannschaftsfußball. Aber wir Schalker müssen in schweren Zeiten zusammenhalten. Ja, ich halte seit 8 Jahren zusammen. Irgendwann habe ich keine Lust mehr zusammenzuhalten. So, weißt du, habe ich irgendwann keinen Bock mehr drauf. Ist mir irgendwann zu doof. Irgendwann willst du mal ran, weißt du? Ist wieder ein Mädel, mit dem du dich triffst. Und die sagt seit nach dem achten Treffen, nee, ich möchte mir noch Zeit lassen. Und du sitzt da und denkst mir, ja, würde aber gerne mal langsam. Und eine Woche später stellst du fest, die trifft sich die ganze Zeit hinter deinem Rücken mit deinem Kumpel. Da haben die 8 Jahre viel gebracht, ne? Sehr viel auch. Also ich bin euch ehrlich so, die Schalke-Thematik, Mitte der Hinrunde war es extremer als jetzt. Also von meiner Verfassung her, nenne ich es jetzt mal. Ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich über sehr vieles lachen kann. Sehr, sehr viel. Wenn dann der Tag X da ist, wo wir absteigen, wird dieses über alles Lachen in Hass übergehen. Dazwischen ist nichts mehr. Dazwischen ist kein Frustrationslevel mehr. Dazwischen ist kein, wir sind alle so süß und lass uns mal küssen und so. Da ist nichts mehr zwischen. Da ist, ich bin jetzt an dem vorletzten Stadion angekommen. Und das ist hämisch. Und danach kommt nach mir nur noch Hass. Auch wenn ich die Hassstufe erreicht habe. Irgendwann hat man als Fan die Schnauze voll. Ich bin einfach abgestumpft. Ich bin auch gerade, Schalke hat es halt wirklich die Saison geschafft, dass ich absolut fußballmüde bin. Mir reicht das, wenn ich mir die Spiele von meinem Verein angucke und habe danach keinen Bock, irgendein weiteres Fußballspiel zu gucken. Mich juckt die Champions League gerade nicht, mich juckt die erste Bundesliga nicht, die Nationalmannschaft juckt mich überhaupt nicht. Ich bin so richtig fußballmüde gerade, Alter. Geht mir bei meinem United genauso. Das ist echt krass. Mir kommt so vor, als wenn mich Schalke fußballtechnisch gerade komplett aufsaugt. Nach jedem Schalke-Spiel fühle ich mich so, als hätte ich 8 Wochen am Stück 24/7 irgendwelche Fußballspiele geguckt. Wo du dir dann irgendwann denkst, boah, ja ey, ist ein geiler Sport, aber ich möchte jetzt auch gerne mal irgendwas anderes. 90 Minuten von Schalke reichen gerade bei mir, um das Gefühl in mir zu erzeugen. Und da ist egal, ob Sieg, Niederlage, Unentschieden. Es sind auch super viele, die fragen, bist du gehypt auf EM? Jetzt gerade? Null. Juckt mich überhaupt nicht. Das ist so krass, wenn ich mich da zurückerinnere, Alter. An damals mit Odonkor und was weiß ich nicht was. Ich hatte so Bock. Wir wollten durch die Gegend fahren, überall, wo die Quartiere der Nationalmannschaften waren. Elfenbeinküste, was wollen wir alles abfahren hier? Ich weiß gar nicht mehr, wer hier in Scholven trainiert hat. Ich glaube, in Scholven hat sogar Elfenbeinküste trainiert. Weiß das gar nicht mehr. Wir wollten alles abfahren, Alter. Wir waren richtig heiß. Jetzt denke ich mir, ja komm, mach.
fahr durch und gut ist. Brasilien war einfach in Haltern. Ja, sowas, sowas, Chuck. Man wollte hier alles, was für die Ecke war, du wolltest überall hin. Die Leute in deiner Umgebung waren auch noch besser drauf zu der Zeit. Die Autos waren geschmückt, Alter, mit keine Ahnung wie viel. Jetzt hörst du irgendwelche Nachrichten, dass du keine deutsche Nationalflagge da irgendwas. Junge, dann lass sein. Man wird auch älter. Ja, aber Fußball ist ja wie Fahrradfahren, Bruder. Das verlernst du nicht oder das... Fußball eigentlich für mich eine Sportart, so, das geht nicht so, dass du auf einmal an dem breiten Fußball, an dem Sport an sich so das Interesse verlierst. Das ist so krank. Ich habe das Gefühl, Schalke saugt gerade alles auf von mir, was Fußballinteresse angeht. So richtig nach jedem Spiel weg. Reicht mit Fußball. Mir reicht's dann. Brauch nichts mehr. Doch, Schalke schafft das. Gerade bei mir gerade schon, ja. Liegt aber auch an der kompletten Entwicklung und Schalke ist halt ein Dementor. Ja, das kommt halt auch noch dazu. Es wird wahrscheinlich irgendwann wiederkommen. So, ne, das ist jetzt gerade, ist das ne Dings. Das ist ja jetzt auch nicht mal eben von jetzt auf gleich, dass Schalke so einen überragenden Fußball spielt. Aber, kein Plan, ich weiß nicht. Ich hab gedacht, das ist hier ein Schalke-Talk. Ja, worüber willst du denn noch reden, Henning, Alter? Dein Nickname war heute mit der Schlechteste auf dem Platz. Was wollen wir da noch reden? Wir haben jetzt eine Woche Pause. Karlsruhe hat heute 7-0 gewonnen. Was in dem Spiel passieren wird, kannst du dir selber ausrechnen. Was willst du noch reden darüber? Gib mir nichts mehr. Jetzt hast du wieder eine Woche Zeit. Mich würde es nicht wundern, wenn die da auf einmal gewinnen sie 4-0. Keiner weiß wieder warum. Karlsruhe verliert 4-0. Die wissen selber auch nicht warum. Wir haben doch 7-0 gewonnen. Wie können wir jetzt 4-0 verlieren? Dann reden wieder einige vom Aufstieg und dann haben wir es doch. Schalke-Talk können wir für heute abhaken. So, ich habe sehr, sehr gehofft, dass ich heute was anderes zu sehen kriege, als das, was ich zu sehen bekommen habe. Leider ist das aber hier die Realität und von der wurde ich einmal wieder mehr eingeholt, als ich mir das Spiel angeguckt habe. Ich denke, das ist so ein schönes Schlusswort, oder? Zum Schalke-Talk. Ja, das ist ein Schlusswort. Ich will einfach nur, dass die Saison rum ist. Ich will einfach nur, dass die vorbei ist jetzt. Die soll zu Ende sein. Einmal bitte Ende machen. Einmal ausmachen und ist gut. Reicht. Möchte nicht mehr.